vor allem die erste halbe Stunde enorm intensives Spiel. Habt ihr damit gerechnet, dass Rapid heute doch sehr körperlich agieren wird? Wir haben schon gerechnet, dass sie körperlich agieren werden, aggressiv agieren werden, dass sie teilweise überaggressiv agieren. Mit dem haben wir natürlich nicht gerechnet. Ich denke schon, dass man da die eine oder andere Situation früher eingreifen hätte müssen. Und dann wäre wahrscheinlich auch früher der eine oder andere in die Dusche marschiert. War nicht so. Nichtsdestotrotz haben wir erste Halbzeit nicht wirklich in Zugriff gefunden, waren zu mutlos, haben zu viele Ballverluste gehabt. Dadurch ist Rapid dann auch stark geworden und das haben sie dann auch ganz gut gespielt. Vor dem Spiel war noch die Rede davon, dass ihr da euren Takt vielleicht vorgeben wollt in der Partie. Das ist eher nicht gelungen, zumindest in der ersten Halbzeit. Diese Mutlosigkeit, wie lässt sich die jetzt im Nachhinein erklären? Ich meine, es war doch Länderspielpause, frisch hat man sein müssen eigentlich. Ja, ich denke schon, dass wir frisch waren, aber es gibt halt solche Tage, wo du dann immer die überlegenere Mannschaft bist und da musst du halt auch dagegen halten. Haben wir eigentlich ganz gut gemacht. Klar haben sie Übergewicht gehabt, waren auch sehr aggressiv und haben das Spiel dann ein bisschen übernommen, aber das ist auch dann einfach Phasen im Spiel, die eine Mannschaft dann einfach überstehen muss. Haben wir natürlich mit dem 1-0 dann nicht in die Pause gegangen, haben wir zweite Halbzeit dann, denke ich, schon um einiges besser gemacht. Somit können wir zufrieden sein mit dem Punkt. Jetzt mal abgesehen von der Härte im Spiel, es hat auch ein, zwei strittige Situationen gegeben. Möglicher Elfer für Rapid und dann auch vor dem Ausgleichstreffer die Aktion von Baratz. Wie hat man das am Spielfeld aufgenommen? Elfmeter, glaube ich, kann man geben, muss man nicht, glaube ich, habe ich nicht genau gesehen, war ja auch zu weit weg. Und die Freistoßsituation war schwer zu entscheiden. Er kommt nicht mehr weg vom Ball und dann tritt er noch rein. Kann man, glaube ich, auch für beide Seiten entscheiden. Schwierig, war allgemein ein schwieriges Spiel, glaube ich, für den Schiedsrichter zu leiten. Am Ende sind wir zufrieden und ist okay, das 1-1. Wie lässt sich der Punkt jetzt einschätzen? Punkt ist ein Punkt, wie man so schön sagt. Somit, wir können damit leben, das ist okay. Wir wollten hier unbedingt, als Sieger vom Platz gehen. Am Ende haben wir nicht verloren, haben Rapid auf Distanz gehalten, haben Sturm auf Distanz gehalten. Somit alles okay grundsätzlich, aber natürlich müssen wir unser Spiel weiterhin verbessern und dass solche erste Halbzeiten dann einfach nicht mehr vorkommen. Mit welchem Gefühl geht es jetzt in die Europa League-Woche nach zwei guten Auftritten schon in der Europa League und jetzt der Punkt, zumindest kleines Erfolgserlebnis bei Rapid? Nicht anders als davor. Wir sind durch Europa gefahren, bis jetzt glaube ich sehr, sehr positiv. Die positive Welle wollen wir natürlich mitnehmen. Da ist das Spiel heute auch nicht mehr so wichtig, weil das einfach ein ganz, ganz anderes Spiel ist und ein neues Spiel ist. Und ich bin davon überzeugt, dass wir da auch wieder ein bisschen anderes Gesicht zeigen werden. Und nach wie vor fahren wir dorthin als Außenseiter, das ist uns auch bewusst. Aber wir wollen dort auch hinfahren, um das Spiel zu gewinnen. Dann am Ende muss man sehen, wie stark dann wirklich die Istanbuler sind. Mhm, die sind ein bisschen die große Unbekannte in der Gruppe. Was wisst ihr über die? Ja, klingende Namen grundsätzlich. Es sind schon einige Namen drinnen, die schon auf sehr, sehr hohem Niveau gespielt haben. Deswegen ist da schon ein gewisses Niveau auch da. Auf alle Fälle, sie haben in der Liga auch jetzt, glaube ich, 6 Spiele ungeschlagen, was ich weiß. Also somit, kommt schon ein Brocken auf uns zu, auf alle Fälle. Aber AS Rom war ein Brocken, Gladbach war ein Brocken und die werden jetzt auch ein Brocken. Somit können wir ganz gut damit leben und am Ende schauen wir, was rauskommt. Passt?